Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Transport Inc. Nicht wundern, wenn ich jetzt schon durchgehe, als wenn ich alles wüsste. Ich habe schon dreimal die Anmod gemacht und habe jedes Mal vergessen, auf Aufnahme zu klicken. Ich bin ein absolutes Profi. Ja, es hat bei den letzten Mal nicht geklappt, hier die Karriere zu machen. Ich bin da dran gescheitert. Ich habe es schon fünfmal versucht. Offcam habe ich noch zweimal versucht. Ich bin einfach nicht durchgekommen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, wir fangen jetzt einfach mal ein neues Spiel an. Und zwar jetzt ein freies Spiel. Ihr habt mich jetzt hier festgesetzt auf Pole, also Regionen nehmen wir Europa. Hier schön zu Hause. Und ich will einfach mal mit Polen anfangen. Mal versuchen, von da ein bisschen nach rechts und nach links zu kommen. Deutschland liegt etwas zentraler, aber ich habe, naja, Deutschland, mit Deutschland anfangen wir vielleicht ein bisschen zu einfach auch, ich weiß nicht. Was ich gerade schon kritisiert habe, hier bei den Optionen, die man so machen kann, hier zum Beispiel unendlich Geld, das lässt man natürlich aus, Schwierigkeit, ich bin eine Pussy, wir machen einfach. Und dann hier Siegesbedingungen, ich habe sie alle ausgemacht. Aber zum Beispiel hier bei alle Gegner besiegen. Es wäre schön, wenn das ausgegraut würde oder wenn man es irgendwie anders kennbar macht, dass das aktiviert und jetzt deaktiviert ist. Da ist nur so ein grüner Kasten drumherum. Das ist ein bisschen schwierig. Vor allem auf dem grünen Hintergrund. Grüner Hintergrund, grüner Button, der von einem grünen Kasten umrahmt wird. Perfekt. Also, wir wollen die natürlich deaktivieren. Fahrzeugtypen nehmen wir alles, auch Flugzeuge, die wir bis jetzt in der Karriere noch nicht gesehen haben. Da bin ich sehr gespannt, wie das gehen wird. Natürlich Frachten aktivieren wir, Fahrzeuglimit unbegrenzt. Gegneranzahl 3 Stück, das hat bis jetzt eigentlich mehr oder weniger gut geklappt gehabt. Und hier eine friedvolle Zeit nehmen wir erstmal 2 Jahre. In 2 Jahren können wir, glaube ich, eine kleine Basis aufbauen und dann weiterschauen. Los geht's. So, willkommen in Europa, willkommen in Polen. Erstmal gucken hier, wie gesagt, da sind jetzt auf lauter Funktionen vielleicht drin, die ich selber noch nicht gesehen habe, deswegen gucke ich erstmal, was es so hier gibt. Ja, okay, das ist das Menü, das ist einfach nur Escape. Der Shop, ja, da gibt es Züge, Flugzeuge, wie auch immer. Nur, dass wir jetzt auch ein Flugzeug kaufen können. Sie haben keine Lizenz. Wie viel kosten die Lizenz? Das wäre schön, Spiel, wenn du mir das sagen würdest. Züge, wissen wir, kostet 200.000. Flugzeug, kein Plan. Im Depot natürlich, da hat sich auch nichts getan. Fahrzeuge haben wir aktuell noch keine. Routen haben wir auch noch keine. Fahrer haben wir auch noch keine. Soll ich direkt einen Manager kaufen? Nee. Ich fange jetzt mal kurz ohne Manager an. Wir haben jetzt noch nicht so viel Geld. Tochtergesellschaft, die ich noch immer nicht geblickt habe. Und ein bisschen Darlehen. Die anderen Firmen. Da haben wir unsere, vollen Anteile noch. Dann haben wir Top Dog Deliveries, Global Transport Union und Be Quick Logistics als Gegner dabei. Die Siegesbedingungen habe ich ja deaktiviert und die Statistiken, die kennen wir auch schon. Also wirklich Neues scheinen wirklich nur Flugzeuge dazu zu kommen. Ich glaube, ich werde mit denen irgendwie klarkommen. Und ich würde sagen, wir fangen mal an. Warschau. Wie sieht's aus? Was gibt's hier Schönes? Machen wir auch noch gleich so eine Route und so eine Route. Von Warschau natürlich. Ich habe mir ein perfektes Land jetzt ausgesucht für die Namen. Von Warschau nach Lodz. Und von Warschau nach Bialystok. Bialystok. Bitte einfach hauen.
Und dann, wir haben die Routen. Wir brauchen ein Depot. Das würde ich auch einfach mal in Warschau machen, ganz frech. Ja, Woll Depot. Und ja, was können wir hier fahren? Wir können hier einmal Fracht fahren. Erste Klasse ist mir nur ein bisschen wenig. Dann würde ich sagen, wir setzen einfach hier so einen Bus drauf und hier noch so einen Bus drauf. Und lassen das Ganze mal weilen. So, der wird nicht voll, der wird auch nicht voll. Perfekt. Gucken direkt weiter, was es noch so an interessanten Routen gibt. Ist Polen so gut vernetzt mit Bahn? Ich dachte, okay. Da kommt mir, also Deutschland kommt mir da deutlich schlechter vernetzt vor. Guck mal, hier hat zum Beispiel eine direkte Bahn von Posen nach Stettin. Das gäbe es in Deutschland nicht. Hier Breslau und Lutz. Krakau, Krakau. Eine Flughafenstadt. Mit ohne Bahn dazwischen? Nein. Doch mit Bahn dazwischen. Aber für einen Bus sollte es trotzdem reichen. Jawohl. Klappt. Gehen wir mal einen Dollar runter. Hier, wie sieht es bei den Leuten aus? Sie sind eigentlich ganz zufrieden. Da können wir im Preis bestimmt ein bisschen hochgehen. Und ja, jetzt hier, dass hier jetzt kein direktes Ziel gibt, wo dann Schluss ist, beziehungsweise wo das jetzt viel weiter ist, mache ich einfach normale 15 Minuten Folgen. Anmod, Abmod, fertig. So wie wir es eigentlich bei den letzten zwei, drei Missionen schon gewohnt sind. Und dann wird das schon klappen. Ja, mal sehen. Vielleicht klappt es hier mit dem Transporter. Ja, sehr gut. Dann, wo ist der andere Transporter? Und darfst du auch noch dahin? Ja, ja, Route stellst du noch fertig. Warum schon 5000 Euro? Achso, fürs Depot. Sehr gut. Ja, ja. Mhm, das passt, das passt, das passt. Gibt es irgendwelche super langen Routen, die man hier schon machen kann? Hier Breslau, Bialystok. Das ist halt ein riesen Umweg und da werden die Leute sich nicht drum streiten, die zu fahren mit dem Bus. Hier noch ein Bus drauf, jawohl, das klappt. Sind auch ziemlich zufrieden. Mal gucken, ob wir da im Preis rumspielen können. Jawohl. Und wir haben gleich ein Konzert. Jawohl. Ja gut, das sind 45. Das sind 45 Dollar mehr. Das ist jetzt keine Welt, aber ist ein bisschen was. So, Stettin. Mal gucken, ob wir das noch hier mit dem Truck verbinden können. Ich würde das... Nein, das ist zu groß. Moment mal, ich kann doch hier... Genau, du fährst ja gerade dahin. Dich mal kurz ausleihen, mal gucken, wie es da aussieht. Und währenddessen hier oben Danzig mal angucken. Ja, der wird voll, perfekt. Dann setzen wir doch gleich hier mal einen zweiten drauf und hier noch einen drauf. Schweigen, wenn die Linie es hergibt, warum nicht? So. Hier nochmal ein Bus, da bin ich jetzt mal sehr gönnerhaft und gebe den großen Bus. Guck mal hier, die sind super, Alter, der Komfort, der ist... Muah. Die streiten sich da, um den Bus zu fahren. Jawohl, guck mal hier, die sind ja... Ja, fast. Fast 10 Dollar mehr. Das ist schon eine Nummer. Geschlossener Flughafen. Oh. Welcher Flughafen wurde denn geschlossen? In Krakau. Natürlich. Es gibt so viele Flughäfen in Europa. Welchen schließt man? Krakau.
Aber gut, das ist mir jetzt noch egal. Die Busfahrer sind natürlich instant unzufrieden. Das war ja klar. Gehen wir mal hier 57. 357. So. Das wird zwar nicht lange lang, bis sie dann wieder 4000 wollen, aber die 2 Euro haben wir auch noch gespart. So geht Wirtschaft. Jawohl, jawohl, jawohl. Das klappt eigentlich alles ganz gut aktuell. Ich meine, wir können es versuchen. Du hattest eh nichts beladen, dann kannst du sofort hinreisen. Du fährst mal ins Depot reparieren. Bevor du uns von den Knochen brichst hier. Mhm. Kann ich das hier mal bitte... Nee, anpinnen, so. Kleiner ziehen wäre noch schön. So, und du fährst als nächstes ins Depot. Ich sollte meine Aussage revidieren und sagen, du fährst als nächstes ins Depot, aber gut, da ist eh eine Straßensperre jetzt. Manager. Jawohl. Darfst du dich jetzt drum kümmern? Dann kann ich mich hier wieder entspannt den Linien. Auf die Linien fokussieren. Was haben wir hier? Die Slowakei. Die Slowenien, die Slowakei. Wobei hier definitiv noch was für Krakau-Ding. Für Passagiere ist. 2. Ne, keine 2. War doch 2. Oder? Ich meine, wir können es versuchen. Und wenn es nicht klappt, dann nehmen wir einfach den Bus auf eine andere Linie. Das ist kein Thema. So, 3,9. Ja, doch, die werden voll. Ja, ja, das passt. Der muss jetzt ein bisschen warten, aber solange der losfahren kann. Ja. Ja, nee. 2 gibt's doch nicht so ganz her. Was ist jetzt günstiger? Hier mehr reparieren können, tun? Ja. Wartungsstufe. Kostet 20.000, aber nur 1.000 mehr im Jahr. Da lohnt es sich doch einfach ein bisschen mehr zu machen. So, ja, ja, ja. Die werden jetzt nach und nach einmal durchrepariert. Und weil wir jetzt am Anfang ziemlich viele Fahrzeuge gleichzeitig gekauft haben, ist klar, dass sie jetzt halt kaputt gehen, aber das wird sich schon noch fangen. So, warum fahrt ihr jetzt hier nicht mehr mit? Sehr gut. So, ansonsten sieht es aktuell ganz gut aus hier. Warum? Was für eine Linie? Was für eine Linie fährst du? Warum sind die Leute damit super und so? Hä? Kann mir das mal bitte einer erklären? Ich glaube, da war einfach nur ein falsches Symbol. Aber wie gesagt, die Linie gibt eh keine 2 Busse Kapazität her. Für diese aber schon, deswegen
darfst du mal umziehen. Darfst hier an der Linie ein bisschen helfen. Was gibt's da? Was ist das denn jetzt? Kraftstoffpreiserhöhung. Die Regierung drängt auf grüne Energie. Die Kraftstoffpreise werden wahrscheinlich steigen. Ah, sehr schön. Und Überflutung. Top. Echt. Mein Gott, was kann alles passieren? Okay, aber Transport Inc. Es ist schön, wenn ihr sagt, die Regierung drängt auf grüne Energien. Aber dann gib mir doch bitte auch die Möglichkeit, mit grüner Energie zu fahren. Also, ich meine, ja, grüne Energie, schön und gut, aber was bringt mir das? Also, naja. Weiß nicht, ob da was. Die brauchen alle Kraftstoff. Also, das heißt, es ist einfach nur schlecht für mich. Sehr gut. Bududum, bududum, bududum. Nächster kaputt. Straßensperre, das ist mir egal. Ja, hier Überflutung in Posen und Flut endet in 20 Tagen. Neue Nachfrage sowie die bestehende Nachfrage der betroffenen Stadt für kurze Zeit erheblich erhöht. Die Anzahl der ankommenden Passagiere wird verringert. Nachfrage an Waren vermutlich. Da sehe ich doch definitiv einen zweiten Bus drauf. Hatten wir nicht? Hatten wir da nicht zwei drauf? Oder ist der gerade in der Reparatur? Ja, könnte in Reparatur sein. Ja, okay, dann haben wir jetzt drei drauf. Die Linie gibt's her. Das passt, das passt. So, haben wir die Fahrzeuge jetzt einmal durchrepariert. Jetzt hat das Depot nichts zu tun. Ne? Das meinte ich nämlich vorhin mit hier. Von wegen alle Fahrzeuge zusammengekauft. Deswegen haben wir viele Fahrzeuge gleichzeitig im Depot gehabt. Und jetzt sind alle einmal durchrepariert worden. Und ne? Jetzt ist die ganze Flotte wieder in Ordnung. Ich dachte, ich hätte hier nur noch einen drauf. Ich habe doch einen Bus hier hingeschickt. Als Verstärkung. Ich habe da jetzt zwei. Und ich habe immer noch zwei Busse hier drauf? Ernsthaft? Lol. Ja, okay. Krakau. Ding. Ich meine, sportlich. Aber. Test kostet ja nichts. Krakau-Ding. Sofort reisen. Du hast ja eh keine Passagiere bei dir. Ja, das habe ich mir eigentlich schon erwartet. Vielleicht können wir im Preis einfach so runtergehen, dass die Leute doch mitfahren wollen. Na also. Im Preis ein bisschen hochgehen. Wie viel zahlen die denn jetzt hierfür? Eigentlich. 3500. Ja. Wie viel zahlen die denn? Nein, 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 nein. Okay. Wie viel zahlen die denn zum Beispiel für. Ist da jetzt überhaupt keine Linie mehr drauf oder kein Bus mehr drauf? Ah doch, ist gerade in der Reparatur. Da kommt er. Da kommt angedüst. Wie viel zahlen die Leute zum Beispiel hierfür dann? 1200. Ja, okay. So. Naja. Mit diesem. Oha. In Berlin gibt es gerade eine Epidemie. Naja. Ich würde sagen, mit diesem Stand hier in Polen
in unserer neuen freien Karte verabschiede ich mich für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das ist jetzt auf jeden Fall ein deutlich offenerer Spielmodi, wo wir jetzt nicht als Ziel haben, transportiere 1 Million Passagiere, Punkt, fertig. Hier sind wir schon deutlich freier, was wir machen können. Wir konnten ja auch das Stadtgebiet auswählen. Ob ich jetzt die richtige Auswahl getroffen habe, weiß ich nicht. Das wird sich vielleicht noch zeigen. Wen haben wir denn so hier? Hier ist Quick Logistics in Frankreich. Okay. Und sonst? Wo sind die anderen denn? Okay, Global Transport hat noch gar nicht angefangen. Hier Top Dowing Deliveries. Die müssen aber auch noch irgendwo hausen. Ach, hier unten. Die sind hier unten in dem Bereich hier unterwegs. Gut. Naja. Also, ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare ein paar Vorschläge, wie ich hier weitermachen soll. Zum Beispiel, welches Land ich als nächstes nehmen soll. Oder ne, irgendwie ein paar Vorschläge. Soll ich mehr auf Züge gehen? Soll ich vielleicht, bevor ich Züge mache, erstmal die Flugzeuge probieren oder whatever? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.